Schätzchen. Wie schön. Papas Gebiss wird wieder zusammengefügt. Schweben. Riesenschnecke. Schrumpfloch. Ein sehr enges Loch. Ja. In dem man immer in den Wurzeln stecken bleibt. Du musst doch alles zweideutig sehen, ja? Ja. Ich denke, warum ich gesagt habe, enges Loch. Weil Baum. Blümchen. Hier geht's dann das nächste Level. Mit dem blauen habe ich da drüben noch irgendwas übersehen. Gibt es da noch irgendwas? Nee, da komme ich jetzt eh nicht mehr raus. Okay. Ach, das ist noch eine Erinnerung dran hier jetzt. Was soll das sehen? Nichts im Leben macht mir so viel Spaß wie die große Rutsche im Hyde Park. Papa nimmt dich bestimmt bald mit hin, Alice. Rutsche! Ja, er hat es nie getan, denn er ist verbrannt. Du machst doch alles kaputt hier. Natürlich. Da kommen wir her. Gut, dann werden wir jetzt hier alles haben. Dann können wir jetzt hier auf den Pilz springen. And it's all your fate to white. Kann ich auch noch nichts machen. Ich habe ja noch keine Waffe. Du musst wahrscheinlich rutschen. Ja. Rutschbahn. Die Rutschbahnen hier sind ja noch harmlos. Die späteren Rutschbahnen, die sind schlimm. Oh, das kann ich von 2 Euro. Ich von Harry Potter. Ja, das stimmt, das sind die auch gar nicht. Und von Alice, ja. Ich habe ja schon fast durchgespielt in meinem ersten Account. Los, los. Blut. Der hat jemand seine Tage. Ja, aber ich bin's nicht. Alice, bist du die Schuldige? Würde ich dir auch was Ultra empfehlen. Oh, weil ich die Marke von Severus Snape. Machen wir jetzt nur noch Harry Potter Anspielungen? Nein, wir können auch bei was Anspielungen machen. Hier ist ein Skelett. Und bei diesem Skelett kommen wir auch etwas. Die Vorpal-Klinge ist flink und scharf und stets zu Dienst. Ein Messer. Unsere erste Waffe. Ich bin nicht hierhin zurückgekommen, um zu kämpfen. Wirklich bedauerlich. Ein Kampf erwartet dich sicher. Ich muss mal für dich. Dankeschön. Die Vorpal-Klinge soeben erhalten. Macht Zerschnitt. Was macht so Schniffer Schnück? Lässt sie tot zurück. Okay. Wenn sie mal auf Englisch klingt, ist besser als rein. Ja. Macht das Schniffer Schnück? Das klingt ja auch sehr. Snu Snu. Die Warpal-Klinge fügt Einzelziehen im Nahkampf den schnellsten Schaden zu. Ja. Ich will mein Schaukelpferd wieder haben. Das kriegt man erst zu spät. Und jetzt die linke Maustaste benutze. Vor allem, weißt du, ich kann die, mit der linken Maustaste kann ich die steuern. Aber sie hat es in der rechten Hand. So, dann kann ich jetzt nämlich so machen. Und erhalte es dahin. Und es dauert auch nicht mehr lange, bis der erste Gegner kommt. Juhu! Das ist ja harmlos. Ihr selbst sogar, ihr Lebensanzeige sieht aus wie bei einem Spiel von Tim Burton, Nightmare Before Christmas. Yeah, das mit ist fast so ehrlich, oder mit so Halloween-Kürbissen. Oh, ich muss unbedingt mal ein Spiel von Nightmare Before Christmas spielen. Wenn du zu mir kommst, können wir spielen. Ich hab's ja geliebt. Fliehen oder kämpfen? Ständig müssen wir uns entscheiden. Aber fliehen bedeutet oft nur, das Kämpfen aufzuschieben. Kämpfe, wenn du gewinnen kannst, Alice. Das Ding ist es weg, das Skelett. Ja. Was die Beine gerade gemacht haben. Die Grinsekatze ist mitgenommen. Was muss ich jetzt davon halten? Dass du die hinteren Knochen in den Arsch schieben willst? Nee. Böse Grenze, Katze. War da oben noch was? Ja. Zähne sind wichtig. Mit Zähnen kann man nämlich die Waffen upgraden. Hm. So wie möchten die immer auch. Ja, klar. Ohne die Zähne raus und du hast dann. Warte, ich geh mal kurz hier hin. Oh, du kannst noch gar nicht auf Waffen gehen. Schade. Ja. Kommt wahrscheinlich noch. Ach, das ist immer noch das da. Wie lange kann man denn da noch hingucken?
Aber es hat gespeichert. Was haben wir denn hier? Das ist ein schleichender Verfall. Wir sagen, du bist schissig, wenn ich schaffe. Da muss ich nichts anvisieren bei dem Ding. Das kann man echt so flach machen. Kämpft mal hier schon mit Leere. Ich kann besser mein Schaukel spielen. Mein hochgedrehtes Schaukel spielen. Hässlich, eklig und böse. Alles vereint in einem Monster. Oh, wenn du das hässlich und eklig und böse findest, alles. Da kommt noch einiges mehr. Oh, es hat gespeichert. Yeah. Tinte. Punch, punch. Octodad hatte wohl ein bisschen Durchfall. Ja, ja, Octodad hat Durchfall, es hat ihre Tage, dieses Spiel hat schon in sich. Domino Day. Domina. Der Sinn einer Blume ist einfach und unerschütterlich. Der Sinn des Menschen unstet. Er ist Sklave seiner Erinnerung. Erinnerungen wollen sorgsam verwaltet sein, Alice. Unproduktive gehören ausgelöscht. Das sieht so schön aus hier. Ja. Drücke und halte Leertaste, wenn du springst, um Alice schweben zu lassen. Wir sind schon geschwebt. Wo ist meine Maus? Wo ist meine Maus? Um das Schweben zu verlängern, drückst und hältst du die Leertaste erneut während des Sprungs. Man kann das aber nur dreimal machen, das haben sie nicht hingeschrieben, das ist voll gemein. Siehst du, das sieht so aus. Yay! Hab ich doch gemacht! Jetzt will ich das noch ein bisschen öfter erzählen, damit man sich nicht mehr zu viel anfängt. Mein Plan. Ja, ich weiß, dann habe ich verfehlt. Ich will darüber. Dann musst du richtig nicht. Das wird nicht funktionieren. Und tot! Unser erster Tod! Yay! Und jetzt hat das den Schmetterling. Das ist auch sowas von Tim Burton haft. Ja, ich habe ja gesagt, das Spiel wäre von Tim Burton, vor allem mit den ganzen Ringelsocken. Ja. So, ich denke mal, von hier aus kann man schon rüberspringen. Man müsste halt ein bisschen Geduld haben, aber ich werde nichts verpassen, das war da gerade. Egal. Ja, ein Zahn hängt jetzt halt noch in der Luft, das ist ja auch scheißegal. Eine Flasche. Du bist auch eine Flasche. Fläschchen, Fläschchen. Und Zahn lassen jetzt auch etwa hängen, das ist auch alles egal hier. Papa, du bist unvollständig. 91 Zähne haben wir schon. Okay, vielleicht ist es doch vollständig. Du kriegst eh viel mehr Zähne, als du eigentlich brauchst. Ich habe jetzt ja schon alle Waffen hochgelevelt, bis auf das Messer, da fehlt mir noch ein Level. Ah. Und ich habe immer noch Zähne übrig. Schon alles. Und das Messer benutze ich später, dann wenn ich meinen Schaukelpfad eh nicht mehr. Ach, du bist es, Alice. Tritt näher. Hi. Warum sollte ich? Ihr wollt mich verspeisen. Nun, du hast mir Manieren beigebracht. Ich habe keinen Appetit mehr auf verrückte Frauen. Ich bin jetzt auf strenger Schweinediät. Mit Speck schmeckt alles besser, findest du nicht? Natürlich findest du das. Also, es gibt da ein paar Schnauzen. Ich habe sie hinter dem Haus gehört. Geh und hol sie mir. Achte auf die Quälgeister, die den Weg versperren. Pfeffer ihnen was, wenn sie dich bedrängen. Sie brauchen Würze und du bist die Speise. Diejenige, die sie ihnen verleiht. Diese Mühle sollte dir gute Dienste leisten. Warum würzt ihr eure Schwarten nicht selbst? Eine Frage der Priorität. Meine Alabasterhaut muss vor den widerlichen Kreaturen geschützt werden, die in der Gegend wüten. Aber dann kommt der Hunger. Schau, du musst doch nur auf das Grunzen horchen und dann die Schnauze abschießen. Soll nicht zu deinem Nachteil sein, zu meinem sowieso nicht. Ja, faltiges Hodengesicht. Hey, das war eine Beleidigung, das ist nicht nett. Guck dir mal an. Soeben erhalten, ihre Herzogin, Ferkel Edition, die Pfeffermühle, verleiht Feinden Würze, Rüssel pikant im Nu. Das ist eine geile Waffe. Siehst du, weil wir nicht verwenden kann. Wie eine Bassin-Pistole. Da ist noch zu, da kommen wir nicht rein. Das ist noch. Hallo! Hallo, Schwabbel-Arschfresse. Na, sie sind ja nicht echt die Schönheit. Kann man jetzt Alice in den Rock gucken? Der ist irgendwie voll gelb. Alice, wieso ist der Rock gelb? Sie hat
Sie ist in der Lichtstube rein. Na, jetzt kommt mein Lieblingsgegner. Ich weiß nicht, töten.